Ja, in den ersten Überbuchungsvideos hatte ich ja geklärt, dass wir ein Problem haben, wenn wir zum Beispiel 250 Plätze in einem Flugzeug haben, aber dann uns sagen, weil durchschnittlich immer so und so viel Prozent absagen, eine Lücke entsteht, also freie Plätze, dann gebe ich einfach mal mehr Tickets raus und ich habe ein Problem, wenn ich mehr Tickets rausgegeben habe und dann mehr Leute kommen, als Plätze vorhanden sind. Und dann brauchen wir eben die Wahrscheinlichkeit für nicht Absagen 10%, sondern für wie viele Leute im Durchschnitt kommen, also die Reise antreten, das wären dann 90%. Die, die damit glücklich und zufrieden sind, brauchen hier nicht weiter zuzuhören. Die, die es interessiert, ich kann es auch mit der Wahrscheinlichkeit Absagen rechnen, muss mich dann nur konzentrieren. P gleich 0,1, 10%. N ist jetzt zum Beispiel in dem hier. Habe ich gesagt, 250 Plätze, ich gebe 251 raus, Tickets. Ich habe ein Problem, wenn 251 die Reise auch wirklich antreten oder wenn ich eben mit Absagen rechnen möchte, wenn 0 Absagen. Also müsste ich schreiben P von x gleich 0 mit dieser Wahrscheinlichkeit. Wenn ich 252 Tickets rausgebe, habe ich ein Problem, n gleich 252, wenn 0 Absagen. Oder wenn einer absagt. Denn wenn einer absagt, dann kommen ja oder treten insgesamt 251 die Reise an. Wenn ich zum Beispiel, das kann ich natürlich jetzt noch besser hinschreiben, x kleiner gleich 1. Warum? Alles von 0 bis 1. Das wird jetzt wichtig. Wenn ich 275 rausgebe, habe ich ein Problem, wenn 0 absagen, dann treten ja alle die Reise an. Plus wenn einer absagt, plus, und jetzt muss ich, das könnte man jetzt auch nachtesten, hier bin ich bei, wenn 24 absagen, weil wenn 25 absagen, dann treten 250 die Reise an, dann ist alles in Ordnung und je mehr dann wieder absagen, kein Problem. Das könnte ich wieder umschreiben zu P von x kleiner gleich 24. Also das wäre die Geschichte, um mit den Absagern, so nenne ich sie einfach mal, zu rechnen.